Wir kommen als erstes zu Tatjana. Ich freue mich, dass Sie gesund und munter von ihrer Reise aus Bulgarien zurück sind. Und sie wird uns, ich nehme es mit, und sie wird uns von ihren Erlebnissen berichten. Tatjana, wir sind alle gespannt. Danke, Lothar. Ja, guten Abend, Leipzig. Eine Frage. Ist Stefan Locke von der FAZ anwesend? Dieser Pressevertreter meint nämlich in seinem unseriösen Blättchen, genau die Menschen verunglimpfen zu müssen, die in Bulgarien die Grenzen Europas vor islamischen Invasoren schützen. Das journalistische Credo der FAZ und des Herrn Locke lautet einfach nur, Regierungspropaganda verbreiten und alles, was eine abweichende Meinung, eine kritische Haltung hat, ins Lächerliche zu ziehen. Na, dann wollen wir doch mal schauen, was die FAZ so zu melden hatte. Die haben das Märchen von den deutschlandbereichernden Fachkräften ja kräftig mitverteilt. Am 15. September 2015 zum Beispiel ließ die FAZ Dieter Zetsche, den gottähnlichen Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, der Kanzlerin in den Hintern kriechen mit folgenden Sätzen über die Flüchtlingsfachkräfte. Zitat: Wer sein komplettes Leben zurücklässt, ist hoch motiviert. Genau solche Menschen suchen wir bei Mercedes und überall in unserem Land. Zetsche fantasiert in der FAZ dann weiter darüber, dass die Refugees, Zitat, eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden. So wie die Millionen von Gastarbeitern in den 50er und 60er Jahren ganz wesentlich zum Aufschwung der Bundesrepublik beigetragen haben. Und keine, nicht mal ansatzweise kritische Nachfrage oder wenigstens ein Fragezeichen. Natürlich nicht. Bei Kritik kürzt Zetsche der FAZ das Anzeigenbudget. Und deshalb ist die FAZ nichts anderes als eine bezahlte, unterwürfige Maulhure der Wirtschaft und der Politik. Und das gilt auch für ihre Journalisten, die sich ihr Mütchen an uns kühlen, den vermeintlich Schwächeren, an uns, die wir nicht die Möglichkeit haben, mit einem millionenschweren Anzeigenbudget eine gefällige Berichterstattung zu erpressen. Und hemmungslos, brutal und gewalttätig sind wir auch nicht, wie islamische Clans, vor denen nicht nur Journalisten, sondern inzwischen auch Richter und Staatsanwälte den Schwanz einziehen. Das Beispiel aus der FAZ zeigt, noch vor einigen Monaten gab man sich ganz selbstlos und humanistisch. Erst ließ sich die Umvolkerin Merkel von ihrer plötzlich erwachten Nächstenliebe leiten, und die von den NGOs gepinselten Schildchen mit Mutti Merkel, wir danken dir, hochgereckt von arabischen Jungmännern, haben bei ihr wohl für Hormonausschüttungen gesorgt, die den Verstand vernebeln. Und ja klar, Muttergefühle sind was Feines, wenn man narzisstisch auf der Jagd nach Aufwertung unterwegs ist. Dann diktierte die Mutter der Islamisten uns Deutschen ihr Wir-schaffen-das-Mantra und erklärt, sie wolle die Grenzen Deutschlands nicht schützen. Und eilfertig wie die Hasen hoppelten das Allparteienkartell, die Medien und die Einflüsterer der Nichtregierungsorganisationen von Soros vor die Mikrofone. Ein wildes, sich gegenseitig überbietendes Geplapper brach aus. Alle beteuerten,
ganz, ganz selbstlos alles tun zu wollen, um diese angeblich vor Krieg geflohenen Muslimen ein schöner Wohnleben im Industrieland Deutschland zu verschaffen. Ganz vorne mit dabei die Wirtschaftsführer, die auch ganz, ganz selbstlos: Willkommen, liebe Refugees, wir brauchen euch, Kräten. So, und heute nun meldet die FAZ, DAX-Konzerne stellten genau 54 Flüchtlinge ein. 54 Fachkräfte unter knapp 2 Millionen Pseudo-Refugees und angeblich Schutzsuchenden. Was für eine sensationelle Quote. Und wer hat am meisten gejubelt über Merkels Neudeutsche? Apel, der Chef der Deutschen Post, früher McKinsey. Er hat 50, in Worten 50 Flüchtlingsfachkräfte eingestellt. Beim Rest reichte die Qualifizierung vermutlich nicht mal aus, um die Post adressscharf zuzustellen. So, nun zu Herrn Zetsche. Wie viele neudeutsche Sozialleistungsabgreifer hat Herr Zetsche denn nun im Daimler-Konzern eingestellt, mit denen er das nächste deutsche Wirtschaftswunder einleiten will? 0,0. Keinen einzigen. Aber dafür hat Herr Zetsche im Jahr 2015 fast 15 Millionen Euro Gehalt kassiert. Klasse, was? Und solche Leute, die solche Prognosen, solchen geistigen Dünnschiss verbreiten, ohne dass es für sie persönliche Konsequenzen hat, sind für Arbeitsplätze und die Wirtschaft in diesem Land verantwortlich. Man fasst es nicht, man kann sich gar nicht verzweifelt genug die Haare raufen in diesem Merkel-Zombie-Schland. Und jetzt kommen wir mal zu unserer Europareise. Ed, seine Frau und ich sind in 8 Tagen über 5000 Kilometer gefahren, um uns direkt vor Ort zu informieren. Und um endlich aus dieser Schleife, aus Gerede und dem Kreislatschen rauszukommen. Worte, immer nur Worte, davon haben wir inzwischen mehr als genug gehört. Und ehrlich gesagt hängt mir das Gequatsche auch langsam selber zum Hals raus. Nichtsdestotrotz, als Redner waren wir erst in Dänemark eingeladen, bei einer geschlossenen Veranstaltung der dortigen Bewegung für die Freiheit. Sie fand im Naturschutzgebiet außerhalb von Kopenhagen statt. Die Zufahrt und das Gelände waren abgesichert wie Fort Knox. Mehrfache Schleusen mit Personenkontrollen, ein Polizeiwagen voller Sprengstoffhunde, Autokontrollen, Polizisten in schusssicheren Westen und mit Maschinengewehren, jede Menge Zivilpolizei, Kameraaufzeichnung, ständige Polizeipatrouillen, abgeriegelte Zugänge. Laut Aussage des Polizeieinsatzleiters, hochgefährliche Veranstaltung. So sieht's aus, wenn sich im ach so liberalen Dänemark freiheitsliebende Islamkritiker treffen. Noch am gleichen Abend machten wir uns dann auf den Weg zurück über Deutschland, die Tschechei, die Slowakei, einen kurzen Abstecher über Österreich, dann durch Ungarn und einmal quer durch das riesige Rumänien. In Bukarest wurden wir vor dem Parlamentspalast dann erstmal festgesetzt, weil wir unser Fortress Europe Banner ausrollten, um unserer Forderung nach gesicherten Grenzen um ganz Europa Nachdruck zu verleihen. Rumänien ist übrigens ein Beispiel dafür, wie internationale Konzerne ein Land aussaugen. Sie schaffen ein europäisches Tagelöhnertum und außer an den Niedriglohnarbeitsplätzen ist ihnen nichts am strukturellen Aufbau des Landes gelegen. Man fragt sich sowieso, was ein Land wie Rumänien in der EU soll. Nach stundenlanger Fahrt über katastrophale Straßen kamen wir endlich an die bulgarische Grenze.
innerhalb von 100 Metern ein völlig verändertes Bild. Gute Infrastruktur, aufgeschlossene Menschen, lebendige Stadtbilder, fast so wie in Italien, wie es vor ein paar Jahren war. In Varna am Schwarzen Meer trafen wir dann Wladimir Rusev und seine Familie. Wladimir ist der Chef der Bewegung Bulgarian Military Veterans Union, Vasil Levski, und die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte. Diese Bewegung nennt sich nach dem Revolutionär Vasil Levski. Der war ab 1860 bereit, im Kampf gegen die türkisch-osmanische Besetzung Bulgariens sein Leben für die Revolution zu opfern. Seine persönlichen Interessen ordnete er den bulgarischen Menschen unter. Und folgender Satz stammt von ihm: Wenn ich gewinne, gewinnt das ganze Volk. Wenn ich verliere, verliere ich nur mich selbst. Das kann man so unterstreichen. In dieser heutigen Bewegung organisieren sich bulgarische Freiwillige. Männer, die ein Training mit erfahrenen Militärveteranen absolviert haben und dann vollkommen legal und ohne Waffen illegale Eindringlinge im Hinterland der türkischen Grenze aufspüren und der Grenzpolizei übergeben. Allein ihre ständige Präsenz im Grenzgebiet sorgt inzwischen dafür, dass die Routen geändert und es vor allem den Schleppern schwer gemacht wird. Wladimir ist ein warmherziger, aufrechter und vor allem auch ein militärisch sehr erfahrener Mann. Also ganz anders, als ihn das ZDF-Auslandsjournal vor 3 Wochen porträtiert hat. Er ist kein Flüchtlingsjäger, sondern ein verantwortungsbewusster Europäer, der mit seinen Bürgertruppen unbewaffnet und legal im Grenzgebiet zur Türkei patrouilliert. Denn die türkisch-bulgarische Grenze ist neben Sizilien das Einfallstor nach Europa für die millionenstarken Migrationsströme aus dem Nahen Osten und Afrika. In Italien gibt es jedoch keinen zivilen Grenzschutz. Im Gegenteil, dank der EU-Frontex-Schlepperdienste drängen dort täglich tausende Afrikaner nach Europa. Nach den Prognosen von Professor Heinsohn wollen sich in den nächsten Jahren rund 540 Millionen Afrikaner auf den Weg nach Europa machen. Naja, also wenn das dann da so richtig losgeht, dann reichen die Frontex-Bötchen aber nicht mehr. Dann sollten Schulz, Juncker und Merkel schon mal die Queen Mary und die AIDA-Flotten klar machen, um sie für Fährdienste zu nutzen. Scherz am Rande. Wladimir Rusev und seine Männer, die in Bulgarien übrigens höchste Wertschätzung innerhalb der Bevölkerung erfahren, sind glühende Verfechter der Idee einer Festung Europa. Ihre Militär- und Kriegserfahrungen und die Erinnerungen an den bulgarischen Befreiungskampf gegen die osmanisch-türkische Herrschaft lassen auch keine andere vernunftorientierte Option zu. Wir trafen weitere Mitglieder der Bürgertruppen, darunter Rechtsanwälte, Buchhalter, Übersetzer und Ex-Militärs. All diese Männer stellen ihre Kraft unbezahlt in den Dienst Europas, in den letzten verbliebenen Kampf um die Freiheit. Und einen Tag lang haben wir dann eine Streife in den Wäldern, in dem Grenzgebiet begleitet. Und das ist, weiß Gott, kein Spaziergang. Hitze, unwegsames Gelände, Moskitos, dichtes Unterholz. Und natürlich sind wir in Uniform unterwegs gewesen. Wie denn sonst? Soll ich in rosa T-Shirt und in Sandaletten durch den Busch stöckeln?
Ja, und es geht natürlich um Tarnung und es geht um Schutz im Wald. Wir haben jede Menge Nester mit Müll, weggeworfenen nagelneuen Klamotten, Medikamente, Passbilder, Ausweispapiere, Koranverse, Zettel mit Telefonnummern, Dosen, Zigarettenschachteln und Plastiktüten gefunden. Die Lieblingsmarke der Invasoren ist übrigens Red Bull. Die Beschriftungen sind fast alle auf Arabisch und Türken und deuten auf die Türkei, Pakistan und Afghanistan. Und das deckt sich mit den Berichten der Bürgertruppen und der Grenzpolizei. Seit dem letzten Winter kommen überhaupt keine Syrer mehr nach Europa. Selbst in Frankreich, in Calais, hat eine Journalistin vor wenigen Tagen nur einen einzigen Syrer im Lager ausfindig machen können. Das heißt, Presse und Politik tischen uns kackfrech weiter ihre Lügen auf, um das Märchen von den angeblichen Kriegsflüchtlingen aufrechthalten zu können. Über die Türkei strömen derzeit pro Tag rund 1000 muslimische Jungmänner illegal über die Grenze nach Europa. Hauptsächlich sind es Afghanen, Pakistani und Iraker. In Gruppen von 150 bis 200 Mann überqueren sie die Grenze und dann teilen sie sich auf in Kleingruppen von bis zu 20 Mann. Und so ziehen sie dann durch die Wälder des bulgarischen Grenzhinterlandes. Alles bestens organisiert durch die türkische Schleppermafia. Und was den Freunden in Bulgarien aber am meisten Sorgen bereitet: Es kommen viele ausgebildete IS-Kämpfer und Sympathisanten über Bulgarien, die weiter nach Westeuropa wollen. Das sind eiskalt berechnende Krieger des Islam, die aus völlig verrohten Kulturen kommen und unsere westliche, freie Lebensweise zutiefst verachten und abschaffen wollen. Tja, und jetzt könnten sich die Bulgaren ja einfach mal ganz entspannt zurücklegen, so wie die Italiener, sogar Lega Nord-Politiker. Die zucken nämlich mit den Schultern und sagen: Naja, wir nehmen das, was übers Meer kommt, in Sizilien in Empfang, stopfen es in alles, was vier Räder hat oder auf Schienen rollt, transportieren sie einmal längs durch Italien und liefern sie dann an der österreichischen Grenze ab. Probleme mit Asylanten? Nö. Probleme mit Islamisierung? Nö. In Italien will eh keiner bleiben. Bei uns gibt es keine Sozialknete. Wir sind ein reines Transitland. Die heutigen Bilder aus Ventimiglia in Ligurien zeigen allerdings jetzt was anderes. Dort versuchen heute 200 hochaggressive Refugees über die Grenze nach Frankreich einzudringen. Die Polizei konnte sie noch gerade so abwehren. Und jetzt wollen sie sich per Hungerstreik ihren Weg nach Frankreich erpressen. Aber so verantwortungslos wie italienische Politiker sehen es die bulgarischen Freunde da unten an der Grenze aber nun mal nicht. Und deshalb gebührt ihnen unser ganzer Dank und sie verdienen unsere Unterstützung. Also Männer, wer ein paar Wochen Zeit hat, wer über eine militärische oder polizeiliche Ausbildung verfügt, wer aufgeschlossen ist und dazulernen will, wer bereit ist, in einer Männergemeinschaft in Zelten im Busch zu übernachten und auf Luxus zu verzichten und wer neue europäische Freundschaften schließen will, der sollte sich auf den Weg ans Schwarze Meer machen und unsere europäischen Verbündeten vor Ort unterstützen. Weitere Informationen über Ausrüstung und Kontakte werdet ihr in den nächsten Tagen auf Ads und meiner Facebook-Seite finden. Und sollte mich die Mars-Stasi wieder sperren, gibt es die Infos auf meiner Webseite. Aber noch mal ganz kurz zurück zu unserer Patrouillenbegleitung. Wie die Hyänen stürzen sich die Medien und die Linken auf unsere Eindrücke und auf die Bilder aus dem Wald an der Grenze und versuchen das, was engagierte Bürger dort leisten, mit der üblichen deutschen Rechthaberei, Selbstüberhöhung und Anmaßung ins Lächerliche zu ziehen.
Und das hat auch eine Flut von Hassnachrichten und Morddrohungen gegen uns ausgelöst. Man könnte fast auf den Gedanken kommen, die linksgrün versifften Medien wünschen sich, dass jemand die Drecksarbeit übernimmt und uns mundtot macht. Aber wisst ihr was? Es ist uns wurscht. Wir haben die Prager Erklärung der Bürgerbewegung Fortress Europe unterzeichnet und sind bereit, notfalls auch unser Leben zu geben. Aber hört man irgendjemanden in den großen Leitmedien die Frage stellen, wer die Invasoren eigentlich ausstattet mit Medikamenten, nagelneuen Klamotten und Lebensmitteln? Und noch viel aufschlussreicher ist jedoch, dass die Medien den interessantesten Fund, den circa 500 Gramm schweren Klumpen Rohopium, einfach so verschweigen. Mensch, Kinders, die heiligen Refugees haben euch edle Gaben aus dem Morgenland mitgebracht. Daraus lässt sich doch eine Menge Heroin herstellen. Na, ist das nicht mal eine Meldung wert? Nein, ist es nicht. Denn das passt nicht in ihr kleines, limitiertes Weltbild von den angeblich Schutzsuchenden, um die sich die dümmlichen Herrenmenschen in ihrer Selbstgerechtigkeit doch so dringend kümmern müssen. Oder ist es schlicht Muffensausen, dass die lukrativen Betreuungsfälle abhanden kommen? Die Medien betreiben längst Takia, die islamische Technik des Tricksens, Tarnens und Täuschens. Und deshalb kehrt man unbequeme Wahrheiten lieber unter den Tisch. Und die Männer der Bürgertruppen, die kennen das schon. Solche Klumpen Rohopium finden sie regelmäßig in diesen eilig zurückgelassenen Taschen und Rucksäcken im Wald. So, und wenn wir jetzt mal annehmen, dass von den durchschnittlich 1000 Invasoren am Tag nur jeder Zehnte so einen Klumpen schwarzer Afghane dabei hat, na, wie lang dauert es dann wohl, bis 10 Kilo, ein Zentner, 100 Kilo oder eine Tonne zusammenkommen, dass man unbehelligt schwere Waffen zu Terrorzwecken durch Europa kutschieren kann, wissen wir ja bereits. Aber hat sich mal jemand Gedanken darüber gemacht, dass diese Migrationsströme aus Afghanistan, Pakistan, dem Iran und dem Irak als astreine, lukrative und florierende Routen für das Drogenbusiness herhalten? Opiumlieferanten getarnt als Refugees. Die große Flüchtlingsshow, bejubelt von den vom Deutschlandhass zerfressenen Gutmenschen. Hier in Deutschland feiert sich die Polizei, wenn sie durch Zufall mal 50 Kilo von dem Zeug findet. Über die bulgarische Grenze scheint der florierende Transport von Opiumklumpen eher eine Petitesse zu sein. Zum Abschluss möchte ich nochmal einen Appell an die Männer richten. Die Freunde in Bulgarien bitten wirklich dringend um Freiwillige aus Europa. Bitte schließt euch an, selbst wenn es nur für ein oder zwei Wochen ist. Das Gesicht zeigen dort bringt wenigstens etwas. Und es ist das, was die Eliten mit allen Mitteln verhindern wollen. Gelebte europäische Völkerfreundschaft. Auf die Festung Europa. Vielen Dank. Danke, Tatjana. Viele von uns gelernte DDR-Bürger erinnern sich noch daran, es gab mal Grenzhelfer. Die sollten zwar nicht Invasoren verhindern, sondern verhindern, dass unsere Menschen in die Freiheit gehen können. Aber ich sag mal, in Bulgarien sind es wirklich Patrioten, die einfach verhindern, dass immer mehr Immigranten illegal nach Europa einströmen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier helfen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, auf Tatjana oder Eds Webseite werden dazu Informationen sein, wie man dort helfen kann. Danke. Ansonsten sollte ich nochmal an die GEZ erinnern, das hatte ich einfach am Anfang vergessen. Wer noch nicht unterschrieben hat, hier vorne ist der Tisch, macht das bitte. So, als nächster kommt Ed und er redet über, ich sag's lieber nicht, lass ihn selber sprechen, danke. Danke, Lothar.
Guten Abend, Leipzig. Heute, genau auch vor einem Monat, standen Tatjana und ich hier in Leipzig als Gäste. Wir gaben damals und geben heute, nicht wie einige vermuten, den Ton an. Wir sind nicht das neue Frontpersonal, sind nicht im Orga-Team oder treffen hier Entscheidungen. Dieses Event wird vom gleichen Orga-Team organisiert wie alle vorher auch. Mehr als 5000 Kilometer sind Tatjana, meine Frau und ich die letzten 8 Tage von Nord nach Süd und von Ost nach West durch Europa gefahren. 5000 Kilometer, wo wir viel gesehen, geredet und nachgedacht haben. Und wo einiges uns auch sehr deutlich geworden ist. Eins haben alle Länder in der EU gemeinsam. Wir haben enorme Probleme mit Asylanten und ihrer Integration. Nur haben einige Länder Maßnahmen genommen und andere, wie unter anderem Deutschland, leider nicht. Beim Betreten von Dänemark und Ungarn zum Beispiel müssten wir unsere Ausweiszeichen gecheckt. Beim Betreten der Tschechei und Deutschland sitzte nicht mal ein Zollbeamter. Nie ein Problem waren beim Durchqueren von diesen 10 Ländern ihre verschiedenen wahren Währungen. Überall war das Zahlen mit Euros oder Bankkarte möglich. Das zeigt, dass auch ein Handeln ohne Euro, ohne eine Mitgliedschaft der EU möglich ist. Nur 10 Minuten an der Grenze warten vor deiner Sicherheit, das muss doch möglich sein. Aber auch sehr deutlich sind uns große Unterschiede aufgefallen. Rumänien ist weit entfernt von wie wir europäische Standards vorstellen. Und das nicht nur auf dem Land, auch in ihrer Hauptstadt Bukarest ist das sehr deutlich zu sehen. Moralisch sehen wir das Invasorenproblem in ganz Europa gleich. Wirkliche Flüchtlinge müssen wir helfen. Da sagt keiner Nein. Nur haben wir unterschiedliche Meinungen, wie wir das machen sollten. Und ja, es war eine sehr interessante und informative Reise, die wir zu dritt gemacht haben. Übrigens alle drei alles wie immer aus eigener Tasche bezahlt. Trotz aller Stress wegen Terminplanung und enormer Abständen hatten wir sowohl viel Spaß unterwegs als auch sehr ernste Momente. Am meisten hängen geblieben sind mir die Gespräche mit Widerstandskämpfern. Menschen, die bereit sind, ihr komplettes Leben umzustellen für ihr Land, für ihre Flagge und für ihre Freiheit. Dabei sich selbst im Hintergrund zu stellen, ihre eigene Freiheit in Gefahr zu bringen und keine Kosten oder Mühe zu sparen, die Sache voranzutreiben. Genau das habe ich selber auch gemacht seit November 2014. Seit der Zeit steht das Leben von mich und meiner Familie im Zeichen von Pegida. Und nicht nur wegen Personen wie Lutz, Tatjana, Sigi oder Werden auch, nein, wegen der Banner und der Thesen, die dazugehören. Personenkult hat beim Widerstand nämlich nichts verloren. Nur und auch nur die Sache sollte im Vordergrund stehen. Weil ein oder zwei Personen können alleine nichts erreichen. Auch die vorne dran stehen, sind genau wie ihr ein kleines Zahn im ganzen Widerstandsrat. Wir brauchen uns gegenseitig, um die Wende herbeizuführen, um die Ziele zu erreichen, die unsere Thesen teilweise benannt sind. Und jeder, der die Niederländer kennt, weiß, dass es in meinem Land große Fenster mit offenen Gardinen sind. Wir sind ein offenes Volk. Liegt uns was auf die Seele, werden wir dies aussprechen. Davor ist es wichtig, unabhängig zu bleiben und Unterstützung zu haben von Mitstreitern. Dies werde ich auch genauso weiterhin tun, weil mir nur die Sache am Herzen liegt. Wir sollten Woche für Woche wegen der Sache auf der Straße gehen und nicht wegen ein stammtischähnliches Event, wo wir uns selbst nur feiern. Es ist egal, wer aufs Podium steht. Nur die Botschaft ist wichtig, nicht mehr und nicht weniger.